Geh und weise deinen Bruder zurecht. Ein herzliches Grüß Gott heute wieder zum Gedanken zum Tagesevangelium. Wir hören heute, wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und weise ihn unter vier Augen zurecht. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Hört er aber nicht auf dich, dann nimm einen oder zwei Männer mit. Denn jede Sache muss durch die Aussage von zwei oder drei Zeugen entschieden werden. Hört er auch auf sie nicht, dann sag es der Gemeinde. Hört er aber auch auf die Gemeinde nicht, dann sei er für dich wie ein Heide oder ein Zöllner. Wir hören heute einen Abschnitt aus der vierten Rede Jesu aus dem Matthäusevangelium, der sogenannten Kirchenrede. Ja, sie gibt uns wichtige Hinweise, wie das Leben in der christlichen Gemeinschaft aussehen sollte. Die brüderliche Zurechtweisung ist ein Werk der Barmherzigkeit und deshalb sehr wichtig. Denn oft sind wir Menschen recht unbarmherzig miteinander und reden leider viel übereinander, doch nicht miteinander. Schauen wir nun auf die brüderliche Zurechtweisung. Wichtig ist hier das Wort brüderlich. Ja, wie von Bruder zu Bruder, eben auf Augenhöhe, sollten wir miteinander reden. Wir sollten versuchen, die Haltung unseres Bruders zu verstehen und, wenn möglich, sich empathisch in seine Lage hineinfühlen, auch wenn wir das Schlechte nicht gutheißen können. Und dann sollten wir uns bemühen, den Bruder, die Schwester für das Gute zurückzugewinnen, eben durch ein gutes Gespräch mit ihm, mit ihr. Und wenn es nicht hilft, dann dürfen wir es auch anderen, kompetenten Menschen sagen und gemeinsam mit ihnen versuchen, diesen Menschen zu helfen. Ja, und wenn alles nichts hilft, dann sollen wir, und das ist eben mit diesem Wort Zöllner und Heide gemeint, für den anderen im Fürbittgebet vor Gott eintreten. Ein schönes Beispiel der brüderlichen Zurechtweisung gab einmal der heilige Pfarrer von Ars, der einem großen Sünder warmherzig sagte: Komm und hab keine Angst vor der Beichte. Ich bin der viel größere Sünder von uns beiden. Jesus, lehre du uns die brüderliche Zurechtweisung. Lass uns barmherzig miteinander sein. Und im Namen der Kraft Jesu Christi von Nazareth, in der Kraft des Glaubens der Heiligen Katholischen Kirche, auf die Fürsprache der Mutter Gottes, des Heiligen Josef, der Heiligen Clara, dein Erzengel Michael, Gabriel und Raphael, alle Engel und Heiligen des Himmels, binde, breche und entmachte ich alle Flüche, Verwünschungen, negativen Festlegungen, die euch, eure Familien, eure Wohnungen und Arbeitsstellen getroffen haben, und setze euch frei davon. Dem Namen Jesu trenne ich alles Negative von euch ab, was euch von Menschen, Dingen oder Orten übertragen worden ist, und berg euch in den heiligen Wunden Jesu, der Liebesflamme Mariens, im Kraftfeld der vereinten Herzen Jesu und Mariens. Und so segne, heile und schütze euch der allmächtige und liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Und euch allen wünsche ich einen gesegneten und wunderschönen Tag.